Ein Velociraptor? Nein, kein Velociraptor. Das ist wie so ein Fahrradgerüst, ne? Das ist ein Vielleicht Fahrradgerüst. Vielleicht haben wir in der Stätte was gefunden. So, mit diesen Worten melden wir, Kutsche und ich, uns auch zurück. Nach langer, langer Zeit haben wir es uns mal endlich wieder getraut, dieses Spiel zu starten. Ja, beim letzten Mal habt ihr ja sehen müssen, wie wir gnadenlos verschissen haben. Was aber nicht ganz allein an uns lag, sondern, ja, das Spiel hatte einfach einen Fehler, sodass wir nicht dieses Kapitel beenden konnten. Jetzt wissen wir mehr. Und trauen uns erneut hier heran. Hi Kutsche. Hi Jojo. Ja, wir wissen jetzt natürlich schon, was wir machen müssen. Ich weiß jetzt auch, dass ich zum Beispiel hier oben nicht hochspringen kann, sondern dass das den weiblichen Personen in dem Spiel vorbehalten ist. Ja, müssen wir auch schaffen, ne? Aber ich höre ihr Gestöhne einfach so gerne. Hier, da ist wieder meine Lady. Die von vorne nicht gesehen hast? Ja. Wenn man sie mehr sehen möchte. man dreht sich auch die ganze Zeit tatsächlich so, dass man sie nicht von vorne sehen kann. Jetzt kannst du schon wieder nicht hochklettern. Doch, es geht. Hier ist jetzt schon das Problem quasi gelöst, was uns letzte Mal vor ja, ungeahnte Probleme gestellt hat. Dieses Mal sieht das alles ein bisschen anders aus. Ich spiele übrigens Dr. Grant, während der Kutsche Ellie Sattler spielt. Die kleine, süße, blonde Sau. Ja, du bist wahnsinnig süß. Ja, ich wollte das anders sagen. Ich wollte das Wort mit B sagen. Bumsen? Nee, Bitch. Oh, pass auf, sie fällt. Die kleine. Oh, oh. Die kleine. Oh. Ey. Oh, oh. Ey, jetzt fällt die auch der Weg hier runter. Ey. Ja, ich kann eigentlich hier jetzt schon mal weiterlaufen, weil. Ja, du kannst schon mal den Motor starten. Ich starte hier so einiges. Ich werde mir auch diesen Scheiß diesmal nicht durchlesen, da hinten mit dieser Kralle. Ey. Ich gehe jetzt irgendwie wild auf Pumpejagd. Oh, hier, da war sie doch jetzt tatsächlich von vorne. Ich quatsch den immer an, du hast es. Kackt. Ich will dich nicht mehr. Ich brauch was Neues. Ich hab jetzt die Birkchen nicht zusammengebracht. Hier, das ist wieder mein heißgeliebter, oder mein heißgeliebtes Skorpion. Die Gürkchen? Ach, die Bürkchen. Bürkchen, ja. Ja, ich mag gar keine Gurken. Die kannst du mal so zusammen machen. So, jetzt weiß ich auch, wie man da einfach draufsteigt. Boah, das ist der Wahnsinn. Ich bin so unglaublich begeistert, wie wir das Spiel gelernt haben. Ups. Der fährt ja mich stumpf überall. Ach, du bist doch da vorne. Du stehst auf mich. Ja, stand ja auch auf dir. Geh weg. Nächstes Mal bringe ich einen Sandstrahler mit. So, buddel ich da mal wieder ein bisschen rum. Damit das auch, also mein Beruf auch irgendwie einen Sinn ergibt hier. 16 cm lange Raubkralle, scharf wie ein Rasiermesser. Hier die Kralle gefunden? Nee. Nee, ne? Nee, ich meine nicht, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe gerade erst an mein Genital gedacht. Wir sind fertig für den nächsten Versuch. Ich hasse Computer. Ich glaube, das ist, wenn man alle drei zusammengebaut hat. Ja, checken wir jetzt nach oben eben mal alles. Beziehungsweise du. Er ist echt schon eine Zeit lang her, wo wir das gespielt haben, ne? Ja, das war ein paar Wochen, ja. Ja, wir hatten echt ein bisschen Muffelsausen, ey, weil das so ein Fiasko war. Wir waren doch erst mal überlegen, ob wir die erste Episode überhaupt hochladen, aber dafür das Intro ja dann doch viel gelungen
halten. Also zumindest was da gequatscht wird, nicht das Spielerische. Das Spielerische ist eine absolute Katastrophe, wie uns auch viele Leute gesagt haben. Aber wir haben es zum ersten Mal gespielt, unser erstes Lego-Spiel. Also habt Nachsicht mit uns. Ich verstehe von der alten, ne? Ja, ich finde das schon irgendwie ein bisschen geil, ne? Aber. Ich habe mich ja eben schon mein Sperma-Brunnen erschaffen. Ja, ich war echt lange Zeit nicht mehr alleine hier in meinem Raum. Oder wurde sehr oft gestört. Jetzt habe ich eben die Chance genutzt, wo ich alleine war und habe wirklich. Versuch du es mal. Ja. Kannst du eigentlich kaum sagen, ey. Keine Angst, ich weiß was. Nein, jetzt müssen wir es doch lesen. Ich helfe. Nein, ich habe nochmal X gedrückt. Ist das Kreistag? Ja, jetzt habe ich es gemacht. Mal einfach so. Applaus. Der Zunge. Moment, ich hab's gleich. Ist das hin, oder? Ich glaube, achso, ich muss triggern. Ja, ich krieg's nicht. Jetzt krieg's hin. Alles klar. Läuft, Benny, uns. Fett sind wir geworden. Ja, wir haben mittlerweile sogar ein bisschen Nahrung im Kühlschrank. Dank mir. Ja, und dank des Fans, den andere Leute bei uns stehen lassen haben. Kann auch gar nicht. Nein, das ist meiner. Wir laden eigentlich nur Leute ein, damit die hier Pfanddosen stehen lassen. Damit wir zwischendurch was essen können. Ja, wir haben Toast und so. Salami. Salami. Also so viel ist jetzt auch schon nicht mehr da, aber wir sollen wohl ein, zwei Tage mit herkommen. Wie schlau die sind. Über zwei Räder. Ja, typisch Frau wieder so. Ja. Ja, das hat ja gar nicht unbedingt was zu tun, ne? Die anderen Frauen sind ja dann auch nur minimal schlauer, würde ich jetzt mal so behaupten. Aber da tut sich nicht sehr viel. Ja, okay, außer dass Blond natürlich noch wahrscheinlich sehr viel dümmer ist. Aber Danke. Jetzt wieder rumschauen. Jetzt sollte ich nicht mehr zur Seite kippen und nur im Kreis fahren. Okay, so. Jetzt sieht es genauso aus wie in der Anleitung. Ja, wir sind ja nur gut. Das ist sogar das Teil. Wo bleibt denn da der Spaß? Wo bleibt denn da der Spaß? Mir macht das Spaß. Das ist unglaublich geil, hier mit diesem Teil herum zu springen. Wir haben einen Blut vergessen. Hier ist was. Ja, ich komme. Also ich erscheine. Das Ding sieht aus wie ein 2-Meter-Truthahn. Gehen wir jetzt nicht so viel. Juhu! Dr. Hammond! Ich weiß übrigens, was dieses Geräusch bedeutet, wenn das in einem Kapitel kommt. Das bedeutet, dass wir genügend Punkte gesammelt haben, um halt irgendein Special freizuschalten. Das habe ich, muss ich jetzt schämenderweise mal so sagen, in einem anderen Let's Play erfahren. Sollte mich schämen. Ja, aber wir mussten ja einfach mal herausfinden, wie man denn weiterkommen könnte. Das ist gerade die vierte Ruhe.
eine Spinne. Scheiße, ich kann nichts gegen sie ausrichten, gegen so viel auf Mist. Dann werden wir jetzt mal gucken, welche so viel Unfrieden gestiftet hat und einfach total frech mit seinem Hubschrauber angeflogen. Oh, ich kann hinten hier, guck mal da. Check das. Ich bin schon so ein kleiner Indiana Jones Archäologe, halt nur so ein memhafter Indiana Jones Archäologe. So, ich geh mal rein. Wer sind Sie eigentlich? John Hammett. Ich besitze eine Insel, eine Art biologisches Reservat. Spektakulär. Ich habe keine Kosten gescheut. Unsere Attraktion wird die Kinder um den Verstand bringen. Wenn ich Sie dazu überreden könnte, den Park quasi abzusegnen, könnte ich meinen Terminplan einhalten. Was für ein Park ist das denn? Er fällt in Ihr Fachgebiet. Also Sie beide buddeln Dinosaurier aus? Na ja. Wir versuchen es. Sie werden sich an Dr. Malcolm gewöhnen müssen. Er leidet an einem entsetzlichen Übermaß von Persönlichkeit, besonders für einen Mathematiker. Chaos-Theoretiker, um genau zu sein. Ja, wir haben es geschafft. Man glaubt es kaum. Ja, also wie man sieht, gibt es allerlei Sachen zum Freischalten. Wir wissen ja selber noch nicht genau, wofür und was es alles bedeutet. Aber wir werden es mit Sicherheit noch feststellen. Wenn wir es dann zu Ende spielen und nicht gleich wieder am nächsten Kapitel total versagen. Und ja, ich wollte es eigentlich immer gerne kapitelweise hochladen. Deswegen verabschieden wir uns jetzt schon und hoffen, dass ihr dann beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann. Ciao.